RE2 Duisburg Hauptbahnhof, Essen Hauptbahnhof. Es ist 6:22 Uhr und fahren Sie diesen Regionalexpress zwischen Duisburg Hauptbahnhof und Essen Hauptbahnhof. Fahren werden wir heute den Steuerwagen DBP BZFA von der Deutschen Bahn 766.2 auf der Strecke Rhein-Ruhr-Osten bzw. im Ruhrgebiet Duisburg Hauptbahnhof, Essen Hauptbahnhof. Und ich würde sagen, wir beginnen. Werden als allererstes mal den Zug Richtungswende einstecken, nach vorne verlegen. Dann werden wir die Türen entriegeln, werden den wieder auf neutral verlegen, wenn ihr die Zuglichter einschalten. Spitzenlichter. Das soweit. Werden natürlich die SIFA einschalten und die PZB einschalten. Werden den Bremsschlüssel einschalten. So, dann wären wir eigentlich abfahrbereit. Genau. RE2 Osnabrück Hauptbahnhof, sein eigentliches Ziel. Da oben steht's. Mülheim Hauptbahnhof, Essen Hauptbahnhof ist dann unser Endbahnhof. Und Gelsenkirchen würde er dann noch fahren und schließlich Osnabrück Hauptbahnhof. So, wir haben gleich Ausfahrt. Genau genommen jetzt. Ach, jetzt habe ich falsch. So. Ich sage, wir fahren los. Ein kleines Foto. So, lösen die Bremsen und schalten langsam auf. Tür noch offen auf der anderen Seite. Nee. Ist dann jetzt das Problem, wie der Richtungswender nicht nach vorne verlegt. Ach, das ist das alte Problem. Ja, so ist das. Hinten dran natürlich die 146. So, 7,6 Kilometer bis Mülheim. 80 fürs Erste. Während da der Gegenzug kommt. Kann man ein bisschen aufschalten. Fahren hier in den Sonnenaufgang hinein um 6:26 Uhr am 13. März 2023. Das ist ein kurzes Szenario, ein kleines Szenario. Ist auch mal nicht schlecht, finde ich. Müssen nicht immer die langen Fernverkehrsszenarien sein, finde ich. Es kann auch mal so ein schönes kleines Regionalexpress-Szenario sein. Im Ruhrgebiet. Ich freue mich richtig auf Leipzig am kommenden Samstag. Vorher gibt es noch ein schönes Video von der neuen Strecke, die erscheinen wird am 16.03.2023. Linke Rheinstrecke inklusive der neuen Lokbaureihe 103, worauf ich mich auch sehr, sehr freue. Wunderschön. Wunderschön.
So, wäre ein bisschen zu schnell hier. 150 dürfen wir nicht. Die Sonne geht auf. Wunderschönes Bild. Es fesselt mich immer wieder. Es ist wirklich traumhaft. So, gleich 110. Auch noch ein bisschen Zeit für. Ach, das war doch jetzt scheiße. Das war scheiße. So, so soll's doch sein. Ja, manchmal ist das wirklich nicht einfach mit den Screenshots, mit den Thumbnails für uns Let's Player, da den perfekten Moment zu finden, damit es auch wunderschön wird, beziehungsweise damit es ansprechend wird für euch. Weil das ist nicht nur das reine Video an sich, es muss auch das drumherum passen. Ein ansprechendes Thumbnail ist das A und O. Oh, was fährt denn da? BR425. So, da müssen wir auf jeden Fall quittieren und langsamer werden schon mal, weil 110 ist angesagt. So, bin trotzdem schon mal das Bremsen beibehalten, weil wir wie gesagt einen Kilometer schon in Mülheim sind. Ich möchte ungern da über den Bahnsteig sausen. Schade, dass man nicht von Essen nach Dortmund fahren kann. Beziehungsweise von Essen Richtung Münsterland. Das wäre noch eine Streckenerweiterung, die ich mir sehr, sehr wünschen würde. Aber vielleicht kommt das hier noch. Man soll ja niemals nie sagen. Also das wäre auf jeden Fall noch so, wo ich sagen würde, ja, das wäre mein Wunsch. So, da wären wir in Mülheim mit unserem RE2. Ziemlich wenig los hier. Aber ja, es ist halt so am frühen Morgen. Folgezüge RE1 Hamm-Westfalen Hauptbahnhof, den anderen konnte ich jetzt so schnell nicht lesen. Übrigens, der Zug fährt dann weiter noch Essen Hauptbahnhof, das ist noch unsere Station. Dann kommt Gelsenkirchen, Wanne-Eickel. Und der Folgezug wäre hier auch noch um 7.08 Uhr der RE11 nach Kassel-Wilhelmshöhe. Das nur mal so als Information. Kurze Frage. Bei schiebenden Loks muss der Stromabnehmer nicht da der erste sein? Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug und Beziehungsweise der Bahnsteigkante. vordere. Ist doch jetzt, ist doch so, oder? Ist das. Ist das richtig so? Gib mir bitte Info in den Kommentaren. Also mich würde das interessieren. Normalerweise muss doch der da vorne gehoben sein. Aber das ist jetzt nur meine Frage, meine Annahme. So, nächste Station und Endstation. Hauptbahnhof. Essen Hauptbahnhof. Auf geht's. Wunderschön. Wunderschön.
einfach nur traumhaft. Einfach nur traumhaft. Ich liebe es. Ich liebe es, wenn man mit der Maus spielen kann. Wenn man mit der Maus so nah ranzoomen kann. Genial. Genial. Noch mal ein bisschen aufschalten hier. Wir dürfen immerhin 125, wenn es nicht sogar 130 sind. Dann wollen wir die natürlich auch ausnutzen. Vielleicht sogar 160. So, 6,8 Kilometer bis Essen, der Einkaufsstadt. Holz 160. Und der RE2 ist ja wirklich noch in der Realität noch lokbespannt mit Dostus. Also das ist jetzt hier kein Fake oder kein ja, abgelaufenes Zuggespann, was man hier sieht, sondern das gibt es wirklich noch. Der RE2 ist einer der wenigen, der wirklich noch lokbespannt ist. Bin zu schnell. Eben mit 146 und Dostus, die dort verkehren. Von Essen nach Osnabrück Hauptbahnhof und wieder zurück natürlich. Es gibt nicht mehr viele REs, die noch lokbespannt sind, aber der gehört noch dazu. Der ist auf jeden Fall noch im Dienst der Deutschen Bahn. So viel kann ich euch versprechen. Wieso habe ich eigentlich keine SIFA? Ich habe den SIFA doch angemacht. Muss ich nicht verstehen, oder? Okay. Ich denke schon, irgendwie fehlt doch da was. Sorry, Leute. Ich habe es jetzt erst gemerkt. Kann passieren. Ach, jetzt habe ich den. Scheiße. Es kommt dabei rum, ey. Hätte ich das mal gelassen. Scheißlaberei. Hz beeinflussen. Das war's. Scheißlaberei. Naja, niemand ist perfekt. So, hier jetzt aber quittieren. So,
So, dann sind wir auch gleich schon in Essen. Hoffentlich geht das jetzt mit dem 500 Hertz Magnet gut. So, hier ist ein Magnet. Genau auf die Strecke achten, dann noch Magnete kommen, die man zu quittieren hat. Aber es scheint, es als hätte ich es hinbekommen. Hier ist noch ein Magnet. Genau, der packt mich. Ah, ist doch scheiße. Ich hab doch was dran gedrückt. Wo war denn der Fehler? Ich weiß es nicht. Ich hab was dran gedrückt. Ich weiß es nicht, wo der Fehler war. Echt nicht. Naja. Das war's auf jeden Fall mit der kleinen Folge. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir sagen könntet, wo genau da jetzt der Fehler war. Ich weiß es nicht. Ich würde es gerne wissen. Ich habe PZB Wasser gedrückt. Trotzdem habe ich eine Zwanze kassiert. Ich weiß einfach nicht warum. Ich kann es euch wirklich nicht sagen. Zu schnell kann ich doch nicht gewesen sein. Ich war unter 24. Ja, was soll ich sagen? Kann man nichts zu sagen. Ist halt so. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche. Denkt an Donnerstag, denkt an Samstag. Da kommt einiges auf euch zu. Freut euch drauf. Bis zum nächsten Mal. Euer der Dennis Spieters. Macht's gut. Passt auf euch auf. Habt noch einen schönen Tag. Schönen Abend. Wir schließen hier die Türen. Und dann beenden wir das Szenario an dieser Stelle. Genau. Zug fährt ein. Haben wir den Gold erreicht? Dem ist so. Das ist doch wunderschön. Wie gesagt, passt auf euch auf, habt einen schönen Tag, macht's gut. Wäre schön, wenn ihr in einem der nächsten Videos wieder mit am Start seid. Passt auf euch auf, macht's gut. Euer, der den ich spielt, das. Ciao, Servus und Tschüss. Haut rein. Bye, bye.